Der Drone-Tracker kann Drohnen sicher erkennen. Allerdings können wir keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob es sich dabei um einen zivilen Einsatz, zum Beispiel von Privatpersonen, handelt oder ob es sich um einen offiziellen Einsatz, zum Beispiel der Polizei, handelt. Laut Luftfahrtbundesamt wissen wir, dass in der Schweiz mittlerweile 20.000 Drohnen im Umlauf sind. Ein Zwischenfall mit Drohnen ist daher sehr wahrscheinlich und wird in Zukunft immer wahrscheinlicher. Unser Produkt, der Drone Tracker, kann Drohnen im Abstand von bis zu 100 Metern sicher erkennen. Das bedeutet, über ein Multisensorsystem, was aus akustischen und visuellen Sensoren besteht, sind wir in der Lage, Drohnen sicher zu erkennen. Der Drone Tracker kann als Standalone-Lösung genutzt werden. Das bedeutet, man stellt ihn auf und er funktioniert. Alarme werden dann zum Beispiel auf Handys per SMS gesandt oder per E-Mail an beliebige Adressen. Ebenso kann der Drone Tracker im Netzwerk genutzt werden. Das bedeutet, für ganze Areale können wir mehrere Drone Tracker aufbauen, die dann untereinander kommunizieren können und Alarme in vorhandene Sicherheitssysteme abgeben können. Für den Drone Tracker ist es nicht relevant, ob er eine oder mehrere Drohnen entdeckt. Viel interessanter ist die Frage, was danach passiert. Ob der Kunde dann, wenn er zum Beispiel befürchtet, ausspioniert zu werden, die Sicht einfach versperrt, oder möchte der Kunde die Drohne selbst vom Himmel holen. Dann sind allerdings juristische Fragen vorher zu klären, inwieweit man eine Störung der Drohne überhaupt zulassen kann. Wir planen den Verkauf der Tracker ab September diesen Jahres. Für die Schweiz sind wir schon im Gespräch mit Händlern, die das Produkt dann vertreiben werden.